Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch unterwegs in OMSI 2 auf der Map Düsseldorf. Die Linie M2 vom Nikolaus-Knopp-Platz in Richtung Stauffenberg. Haben wir jetzt in der ersten Folge oder sind wir in der ersten Folge bis zur Johannes... Hey. Johannstraße. Genau, bis zur Johannstraße haben wir es geschafft. Ja, und jetzt fahren wir hoffentlich in dieser Folge den Rest Richtung Stauffenplatz. Gucken wir mal, hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Und dass wir von der Zeit her hinkommen. Dann ist das gut. Dann haben wir auf der Map Düsseldorf, glaube ich, noch 3 Linien, die wir fahren müssen. Ne, noch 2 danach aktuell. Die 733 und dann noch die 890 im Kirmesbetrieb. Aber wann wir die denn mal fahren, wann wir die denn nicht fahren, müssen wir mal tatsächlich schauen. Was ich tatsächlich plane, ist im Dezember jeden Tag ein Video rauszubringen, so als kleiner Adventskalender. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau alles mache. Also es soll jeden Tag ein Video kommen, vielleicht auch von neuen Spielen, da es ja diesen Adventskalender hier von MMOGA gibt, genau. Muss ich mal gucken, ob ich da dann immer das, wie ich da dann schaffe, ob ich da immer dann das Spiel entsprechend, was dann an dem Tag in dem Adventskalender ist, zeige. Oder wie das dann genau läuft, müssen wir mal schauen, ganz in Ruhe. Haben wir noch eine Woche Zeit, das zu überlegen, kriegen wir hin. So. Genau, jetzt fahren wir ja gleich an den Mercedes-Werken vorbei. Auf der linken Seite müssten die sein, wenn sie da noch sind, aber ich glaube ja. Sonst waren sie da früher mal. Grün, naja. Gucken wir mal. Naja. Gut, da fehlt ein bisschen was, aber. Muss hier rüber, ne? Hat zumindest der Fall gerade gesagt, dass ich hier rüber muss. Ich glaube da zwar nicht dran, aber ich tue es einfach mal. Weil ich meine, wir müssen da vorne wieder rüber. Aber wir fahren erstmal. So kommen wir wenigstens an den ganzen Autos hier vorbei. Also ist das erstmal schon mal in Ordnung. Ne. Haben wir wirklich geradeaus? Direkt. Ja, da geht's für... Das hat keiner gesehen. Da steht keiner. Keiner hat es gesehen. Alles gut. Ah, ich glaube, das stimmt aber auch nicht so. Ich glaube, die Straße geht direkt hoch und dann ist das gut und nicht nochmal mit einer Abbiegespur. Da bin ich mir aber tatsächlich gerade nicht so sicher. Korrigiert mich da gerne in den Kommentaren, ob das wirklich so ist, sofern ihr aus Düsseldorf kommt. Aber da bin ich mir gerade tatsächlich nicht so sicher. Ach ja, und da stehen sie mal wieder alle. Ja, da stehen sie mal wieder alle im Stau. Das ist scheinbar ein kleiner Fehler hier im Spiel mit der Ampel. Da man da im Stau steht, wenn man von der Seite da hinten, ich zeig mal wieder mit dem Finger irgendwo hin, was man nicht sieht, das finde ich super. Man da kommt, von dieser Ampel hier, also in die M2 in die Gegenrichtung fährt, hat man absolut keine Chance, da lang zu kommen. Steht man da und steht man, hat absolut keine Chance, irgendwas zu tun. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade, kann aber, muss nicht unbedingt am Entwickler liegen, möchte ich ihm jetzt keine Schuld geben. Kann auch tatsächlich an OMSI liegen, dass die einfach mit dem Ampel oder mit der Ampelschaltung da bräuchten. Wer weiß. Was geht? An irgendwas liegt es liegen. Nee, geht nicht viel, ne? Guck mal nie. So. Oh, wir müssen auch darüber gleich, aber wir fahren hinter der Ampel darüber. Haben wir jetzt noch ein bisschen Platz. Weiß gar nicht, wo die M2 in Wirklichkeit langfährt, weil ich glaube, den Weg, den sie da oder den wir gleich fahren, ich glaube, da fährt die M2 original tatsächlich nicht lang, sondern ich meine, die fährt geradeaus irgendwo und dann Richtung Stauffenplatz. Das ist zumindest von der Straße her realistischer, als durch eine 30er-Zone mit einem Metrobus zu fahren, aber naja. Auch da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Kann sein, muss nicht sein. So, wer lässt mich? Der Grüne? Nö, natürlich nicht. Der andere Grüne, der dahinter lässt mich. Mörsenbrucher Weg. Ja.
So, auch die Kurve hier, super nett. Ich muss noch eine rüber, fällt mir gerade so ein. So, auch die Kurve hier ist super. Besonders wenn man von da kommt, hat man eigentlich keine Chance. Sondern jetzt, wenn die Autos losfahren, lebt man ja noch eine Stunde oder so. Aber wir ziehen jetzt einfach hier durch. Müssten wir eigentlich schaffen. So, was hatte ich im ersten Video gesagt, welche Linie uns noch fehlen? Die 732 oder die 733? Ich meine die 733, wie ich das hier oben gerade richtig lese. Ach nee, jetzt haben, oh nee, jetzt haben wir Autos vor uns. Ich meine, es war schön, dass die alle so 30 fahren, aber... Ich hab keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Hab ich nicht vorhin gesagt, Ruhe da hinten? Danke. Schalt nochmal. Drehst du nicht so hoch. Schalt es nicht mehr, okay. Bist schon im höchsten Gang. Warum? Warum fahren wir hier mit einem 30er-Bus durch eine durch eine Metrozone? Hm, genau. Warum fahren wir mit dem 30er... Oh Gott, ey. Oh Gott, wir haben 21:45 abends an einem Sonntag, als ich das aufnehme. Das ist okay. Mein Kopf ist tot. Man merkt das. Wir fahren mit einem Metro... Warum fahren wir mit einem Metrobus durch eine 30er-Zone? Das verstehe ich nicht, ey. Gut, ich verstehe auch nicht, wieso mit meinem 30er-Bus durch eine Metrozone fährt. Das ist eine andere Sache. Oh Mann, ey. Und ich habe tatsächlich noch vor, noch ein bisschen was aufzunehmen. Na, das wird noch lustig. Kollege. Oh Mann. Naja. Hallo. Hallo, Busfahrer. So. Also ich muss blinken, ne? Ich muss ja nach da gleich abbiegen. Nach links. Rechts. Ich hab's gleich. Muss hier nach rechts abbiegen, ne? Nicht nach links. Links ist die andere Richtung. Da geht's irgendwann nicht mehr weiter. Oh Mann, ey. Ich meine, wäre natürlich super, wenn wir hier noch eine Straßenbahnlinie mit reinkriegen, wo man dann links und auch weiterfahren kann Richtung Ratingen runter. Ah, das wäre echt klasse, aber ich glaube nicht, dass das kommt. Vielleicht irgendwann mal für Lotus, wenn es dann mal irgendwann soweit ist, aber für Omsi glaube ich tatsächlich nicht mehr. Das wäre... Also ein bisschen zu viel Arbeit, besonders da wir ja dann auch noch komplett andere Bereiche abdecken müssten, die wir hier durch dieses Add-on jetzt hier noch nicht abgedeckt haben. Ich fände es super, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass das kommt. So, einmal hier rum mit viel zu wenig Wendekreis. Und noch die Sonne, ey. Hallo. Der Rolle irgendwo runter. So, fahren wir kurz mittig. Staufenplatz. Weißt du, auf den letzten Metern muss diese Sonne auch noch so
reindrücken. Auf den letzten Meter. Na, kann. Naja. Ich will mich nicht aufregen. Besonders nicht über eine Sonne. Was könnte ich noch so erzählen? Da gibt es tatsächlich nicht mehr so viel. Besonders nicht hier über die Gegend, weil hier war ich tatsächlich früher nicht so oft. Oder schon des Öfteren, aber all aus Gründen, die ich jetzt nicht so wirklich gerne im Internet beitreten möchte. Nichts Illegales, also alles gut. Aber trotzdem. Ja, weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wie es sich hier in der letzten Zeit verändert hat. Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich weiß, dass diese Straßenbahntypen hier fahren. Oh, alles gut, aber mehr weiß ich tatsächlich von dieser Gegend hier auch nicht wirklich. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Gestalterisch finde ich nichtsdestotrotz sieht die Karte sehr gut. Also dieser Bereich hier sehr gut aktuell aus. Auch der Bereich davor, ich habe grün. Kann weiterfahren. Ich möchte eigentlich gern vor den hier ziehen, noch wenn es klappt. Oh ja, ihr wollt eh alle darüber. Das ist ja super. Dann kann ich ja mal hier rüberfahren. So, einmal geradeaus die Metro, beziehungsweise auch, ich glaube, Mediamarkt ist hier. Das nicht alles täuscht. Dort hinten irgendwo Arbeitsamt, also Arbeitsagentur. Ja, ja doch, doch, ist okay. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Ampel gar nicht, aber ich sehe sie. So, 1,5 Minuten Verspätung. Ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich gerade noch so leben. Wenn die Ampel grün wird, könnte ich noch deutlich besser damit leben. Also Ampel, bist du so nett? Was ist jetzt? Heute noch, morgen früh, übermorgen, irgendwann mal. Irgendwann mal wäre lustig. Wenn an der Ampel steht, ich werde grün, wenn ich Lust habe. Das wäre es noch irgendwie. Es wäre wirklich irgendwie lustig, wenn die Ampel sagt, ich werde grün, wenn ich Lust habe. Man kennt ja diese Zeichen oder Symbole da an den Ampeln, wo es dann entsprechend, wo dann drin steht 30 Sekunden, 20 Sekunden, 10 Sekunden und so weiter. Wäre schön, wenn einfach nur so ein Lachsmiley drin wäre. Stelle ich mir gerade irgendwie witzig vor. So, Endhaltestelle Staufenplatz. Bitte alles aussteigen. Vergessen Sie nicht Ihre Wertsachen. Diese werden ansonsten entsorgt. Oder bei eBay versteigert, wenn sie mir gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, nichtsdestotrotz fahren wir noch mal kurz eine Runde weiter. Wir fahren noch in die Wendeschleife rein. Das heißt, wir fahren hier noch einmal an Staufenplatz vorbei und einmal hier dann. Staufenplatz. Diese Linie endet hier. Fahren dann hier einmal rum. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch Leute mitfahren könnten, theoretisch bis hier hinten hin. Also in den Pausenplatz hinein, weiß ich gerade gar nicht. Theoretisch kann man das, gar keine Frage.
Ob das auch hier funktioniert, weiß ich gerade gar nicht. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. So, dann bleiben wir mal hier stehen. Genau, haben wir unsere Auskunft. Mal Anbremse rein. So, damit würde ich sagen, war es das auch mit dieser Linie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Folgt mir gerne auf Instagram und Twitter. Einmal alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage in jedem Falle bis zum nächsten Mal und ciao.